Hallöchen Leute und willkommen zurück zu The Legend of Zelda Spirit Tracks. Und ich bin gerade glücklich, weil ich gerade in der FPS-Anzeige sehe, dass ich unglaubliche 30 FPS habe. Das habe ich vorher noch nie geschafft. Ich weiß nicht, ob man das merkt, aber jedenfalls habe ich die. Und das war jetzt natürlich total wieder der Stimmungskiller, also nochmal von vorne. Hallöchen Leute und willkommen zurück zu The Legend of Zelda Spirit Tracks. Beim epischen Cliffhanger, dem ich euch letztes Mal versprochen habe, geht es jetzt weiter. Öffne alle Schatztruhen. Im Tempel des Meereskönigs, naja nicht wirklich, aber es ist ein Tempel, der am Tempel des Meereskönigs orientiert ist und ebenso die Musik und die Phantome hat. Und die Musik ist übrigens super, ich mag die Musik. Ich habe mich ein paar Mal lame treffen lassen von vielen Phantomen, deswegen ist das scheiße. Aber ups, das geht ja hier entlang, das habe ich vergessen. Aber wenn ich jetzt hier sterbe, dann bin ich irgendwie dumm. Aber zum Glück habe ich ja... Oh, ich habe ja nicht das Schwert. Nein, ich dachte, ich muss jetzt alle Phantome killen. Das wäre nämlich cool gewesen, aber... Leider haben wir ja kein Schwert. Das Schwert fehlt uns. Oh, okay. Es ist eine Dornenmauer. Mauer natürlich. Eine Flammenmauer. Oh, okay. Das soll wohl heißen, dass ich hier das Zeug anzünden muss. Warum hat das nicht funktioniert? Ich dachte, es funktioniert. Oh, 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 oh. Wow, das war knapp. Dafür muss ich wohl das Dingensphantom zu mir locken, oder ich mache es so, dass ich das mit den Bomben mache, aber das wäre irgendwie verschwenderisch, weil das sind ziemlich viele Wände und ups, ha, das sieht mich nicht mal, obwohl ich genau vor ihm vorbeirenne. La 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 la, lam pam 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 pam. Los! La 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 la, bum 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 bum. Wow, Warp Phantom, das habe ich ganz vergessen. Wow, like a boss, boss boss. What you gonna do? Mein Gott, ich kann meine Pfeile nicht benutzen, das finde ich scheiße. Ja, die Phantome können auch leider einfach meine Peitsche abwehren. Ach, es ist lustig, die Reaktion da. Wow! Und dann wären sie auch noch mit dem Schild. Warte, so. So. Jetzt wissen sie nicht, wo sie hingehen wollen. Aha! Was hat mich da gehauen? Warst du das, Bernd? Ich sag dir auf damit! ja. Wenn ich bloß wüsste, was wir hier tun können. Also, ich weiß ja. Ole, ole, ole. Uhu. So. Jetzt geht ihr weg. Nein. Du, hier. Ja, das hat mich ja nicht mal gesehen. What the fuck? Ja, natürlich. Alle Phantome auf einem Platz und so. Ich glaube, ich sollte da oben rechts anfangen, weil da ist nichts irgendwie. Hey! Ist doch unfair. Ey, seht euch das an. Das ist doch mal ein Ausblick. Geil. Wie das Warp-Phantom einfach mal so gerade vor mir auftaucht. Und ihr einfach so... Sie werden schon seit Generationen von den Zora weitergegeben. Und sitzt, steht einem, und das Phantom steht einfach da rum. Schau dir diesen Schatz einfach mal ruhig in deiner Sammlung an, während du vom Phantom verfolgt wirst. Wuhu! YOLO! Oh nein, ich sitze in der Falle. Scheiße. Das musste ja so kommen. Aber ich denke, ich habe den Schatz noch immer. Und das heißt, es war ein Erfolg. Ja. Ich denke auch, dass ich hier durch mich schleichen kann und dann hier nichts passiert. Ja, okay. Fuck you.
Warum muss immer eines das sein, das nicht funktioniert? Das ist doch voll unfair. Und ich nehme natürlich immer das, was nicht funktioniert. Vermutlich hätte ich dann sowieso das andere auch noch genommen, selbst wenn ich jetzt das Richtige erwischt hätte. Denn ich hätte gedacht, dass damit vielleicht das andere Tor aufgeht. Was es aber nicht tut. Weil YOLO. Und jetzt sollte ich das Ding verwirren. Ach, genau jetzt natürlich. Lalala. So, jetzt erstmal das hier und dann nochmal auf diese Fackel. Und das hat nicht funktioniert. Like a noob. Ups. Nicht, dass du mir noch aufwachst. So, damit hätten wir schon eine zweite Schatzkiste verfügbar. Ole. Ein Sternensplitter, der unglaubliche 50 Rubine wert ist. Ist ja super. Gefällt mir. Ich muss schon sagen. So. Ah, komm. Ach, schade. Du hättest ihn für einen anderen Phantom reinrollen sollen und dann so blub, blub, blub. Ja, das war ein komischer Aufschrei, aber ich so, oh, okay, lol. Ja, ich habe unglaubliche 3 Felsbrocken beseitigt. Das könnte schwierig werden. Außer man macht so. Ole. YOLO. Bin voll der Cheater eigentlich. Und jetzt verstecke ich mich hier hinter den Felsen, damit mich das Phantom des Todes nicht bemerkt. Wobei das hier ja das schwächste Phantom ist, weil alle anderen Phantome können irgendwas. Wie zum Beispiel sich teleportieren oder Flammallschwert haben oder rollen, aber das kann einfach gar nichts, das andere. Das hat nur sein komisches Schwert des Todes. Ich sollte vielleicht warten, bevor ich hier hochgehe. Darauf, dass das Trümmerphantom sich ein bisschen von hier weg bewegt. Und am besten auch noch das Flammphantom. So. Du hast eine Bienenlarve erhalten. Sie ist der größte Schatz im Universum. Und außerdem öffnet sich jetzt die Tür. Oh mein Gott. Natürlich muss ich jetzt noch immer darauf aufpassen, dass mich das Phantomauge nicht sieht. Das heißt, ich muss es wohl verwirren. La 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 la. Und jetzt muss ich auch noch warten, bis das... Ja, das ist ja schnell gegangen. Normalerweise bin ich da anderes gewohnt und jetzt einfach so kommen wir in den Raum mit der Schatzkiste. Uhu. Oh mein Gott, das ist ein königlicher Ring. Ein legendärer Ring, der schon seit Generationen weitergegeben wird. Sieh dir diesen Schatz in deiner Sammlung an. Naja, dafür, dass der beim ersten Mal einfach so herumgelegen ist, also unter der Erde in der Schatzkiste, haben wir dieses Mal eigentlich ziemlich viel dafür machen müssen. Und jetzt haben wir einen, der 2500 Rubine wert ist. Übrigens genauso wie der Goldkristall, von dem wir jetzt übrigens schon 3 haben. Das heißt, wir können damit unsere Rubinenbörse von 0 auf 10.000 bringen, wenn es 10.000 gäbe. Aber es gibt nur 9.999,99. Die 0,99 waren natürlich ein Scherz, aber was soll's. Wuhu, Geheimbahnhof Meer. Ich bin bei einem Kerl. Oh ja, genau hier sind wir reingekommen. Jetzt weiß ich's wieder. Wie ging das noch gleich? Oing oing. Nein, ich war ja schon drinnen. Also kann man das immer wieder machen. Oder wie? Oder sind dann die Schatztruhen schon geöffnet? Das ist ja lol.
Und Herzenaufschub. Huhu. Zum Glück gibt es keinen Hero-Mode da, wo man keine Herzen kriegt. Das wäre doof. So wie bei The Legend of Zelda Wind Waker HD gerade den... ah, nein. Keine Werbung für andere Let's Player machen. aber jedenfalls, da gibt's das. Ich will Herzen. Warum sind da nicht wieder Herzen drin? Das ist unfair. Naja, wenigstens kann ich meine Pfeile auffüllen. Schon komisch, dass man hier seine Pfeile auffüllen kann, obwohl man ja eigentlich keine Pfeile mitnehmen darf. Ja, genau. Ich wollte darüber probieren, was da passiert, wenn man das Vogellied spielt. Nicht? Ich dachte, das wäre so. Ach so, ja, genau, so ging das ungefähr. Den Vogelruf. Los, kommt alle her. Oh. Ja, seht ihr, die Taube sitzt auf dem Kopf, die Hühner sind alle bei mir und die Raben sind auch hergeflattert. Hololol. Warte, ich muss noch mal kurz mit dem. Wo kommt man da hin? Die Taube sitzt doch immer auf meinem Kopf. Das ist ja lol. Ah ja, da war ja mal. Da war man ja hier oben. Hallöchen, Taube, ich sehe, du bist immer noch da. Lol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 . Uhu. YOLO. Ich sag ziemlich oft YOLO in diesem Part. Naja. Wie, willst du irgendwo hinfahren? Warum bleibst du nicht für immer hier? Ist doch lustig. Wie die Taube mal noch immer drauf sitzt. Ein weiterer epischer Versuch, den Hasen zu fangen. Bim bim. Ach, wie ich diese Stelle liebe. Und die Pappbaumkulisse. Seht ihr sie? Wie sie mal da rumsteht und in Wirklichkeit nur aus Pappe besteht. Das ist ja so lustig. Boom. Boom. Wo ist denn Häschen klein? Häschen klein ging allein in die weite Welt hinein. Saves to slowed one, damit es nicht nochmal failt. Whoop. Tja, was soll man dazu sagen? Ich bin halt schlecht. Ich mache das mit den Saves übrigens nur, damit ihr nicht so viel sehen müsst, wie ich faile. Also, ich meine damit nicht das Failen, sondern das Hinfahren. Ach, das war doch Betrug. Fast. Vor allem, ich könnte es natürlich rausschneiden, aber ich müsste dann immer wieder zum nächsten Bahnhof. Und dann ist das auch irgendwie sinnlos. Weil ich das dann eh rausschneide, dann könnte ich es auch gleich laden. Nur. Ah, wie ich das mal nicht schaffe. Ich frage mich, ob ich für die letzten Hasen wieder eine Menge Zeit brauchen werde. Ach, das war doch Betrug. Ich sag das irgendwie oft, aber es war wirklich einer. Genauso wie das da. Und das da. Und das da. Mein Gott, das ist jetzt echt peinlich gerade. Vor allem, da ich nicht gecheatet habe, springt der Hase auch nicht immer an dieselben Stellen. Weil wenn, normalerweise springt er ja immer an dieselben Stellen, wenn ich cheate. Aber diesmal habe ich ja, bevor ich ihn getroffen habe, gespeichert. Deswegen ist es die Real Challenge. Und ihr seht ja, wie ich faile. Und wie ich da mal schnell ist. Das ist ja unglaublich. Boah, beim 5. oder 6. Versuch habe ich es endlich mal geschafft. Ich bin nicht begeistert von mir. Heitert mich auf, Delfinchen. Ich brauche jetzt euren Rat.
Oh, die sind so süß. Ah, naja. Was machen wir jetzt? Fällt euch was ein? Also mir eigentlich nicht gerade. Ich kann da natürlich Sachen nachschauen. Oder die Minispiele wieder erneut machen. Oder diese Piraten besiegen. Die Wahrheit ist, ich habe gar nichts geplant für den Fall, dass ich das jetzt schaffe in dem Part. Also, den Tempel. Oh. Ich dachte, ich fang Hasen, aber leider habe ich keine Ahnung, wo die sind. Ja, und deswegen bin ich dumm. Theoretisch müssten ja noch irgendwo Sandhasen rumlaufen. Aber weiß ich natürlich auch nicht, wo die sind. Und ich will jetzt auch nicht nachschauen, weil... Wobei, ich könnte mal nach Bakuzia schauen. Vielleicht gibt es ja noch irgendeine Quest zu erledigen. Kann ja sein. Obwohl natürlich alles fertig aussieht. Und wer ist die eigentlich? Oh, sie mag starke Männer. Oh, das war die falsche Richtung. Ich muss hier runter. Der steht noch immer hier draußen umher. Jetzt kann ich endlich wieder das Leben genießen. Oh, Entschuldigung. Er kann das Leben genießen ohne seine Frau. Muhahaha. Ich bin ein... Welche Farbe haben deine Augen? Ich würde sagen... Bwp. Oh, deine Schwester hat also auch die Augenfarbe. Bwp. Welche Sternzeichen hast du? Deine Mutter. Ho. Die Sterne sagen... Fick dich und zahl mir endlich mein Geld. Du hältst dich für großartig, solltest aber auch auf andere hören. Eigenschaft des Tages, Demut. Eine finstere Präsenz umgibt dich. Es scheint, als wärst du von einem Geist geplagt, der Unheil anzieht. Nicht einmal mit einem dieser Krüge kannst du das ausgleichen. Willst du wieder glücklich sein? Aber ja, natürlich, befreie mich von dem unglaublich bösen Geist der hübschen Prinzessin. Um den Geist zu vertreiben, benötigst du eine noch stärkere heilige Kraft. Diesen Krug. Er mag aussehen wie die anderen, aber wurde 3 Jahre mit positiven Gedanken gefüllt. Er ist wirklich sehr mächtig, da sind 100.000 Rubine nicht zu viel verlangt. Aber ich will aus deinem Unglück keinen Profit schlagen. Deswegen gebe ich dir für 100 Rubine. Ach ja, da kann man ja wieder die Quest machen mit dem Krug. Und dann... Ich frage mich, ob man den Krug kaufen kann, dann zum Kerl fahren, dann seinen Krug kaputt machen und dann ihm gleich den neuen Krug geben und dann dafür Geld kassieren. Ich frage mich, ob das geht. Aber ich werde es jetzt nicht ausprobieren, das mache ich vielleicht mal offscreen. Und mein Geist bringt ja schließlich kein Unglück, nicht wahr? Gibt es eigentlich da hinten noch was? Ach nee, die habe ich schon. Die Schatzkiste. Naja, dann war da wohl nichts. Nichts. War ja auch zu erwarten. Link will auf jeden Fall schwimmen gehen, aber ich habe keine Zeit zum Schwimmen gehen. Denn ich weiß, was wir im nächsten Part machen. Und zwar nicht weniger als den finalen Endboss. Zumindest werden wir es versuchen. Wer weiß, was wir fallen uns in der dunklen Welt erwarten. Aber euch zuliebe werde ich dieses Risiko auf mich nehmen und einen Trip in die Welt der Finsternis wagen.
Hier sieht alles freundlich aus, aber auf der anderen Seite der Welt, auf der linken unteren Ecke der Waldwelt, kreist das Dunkel über einem bestimmten Ort. Einen Ort mit einem Portal. Und da fällt mir ein, ich sollte vielleicht meine Zugkraft erhöhen. Das kann ich ja, ich habe jetzt irgendwie genug Geld. Zumindest glaube ich, dass ich mir irgendwie Schätze kaufen kann. Obwohl, nein, das kann auch sein, dass ich mir keine Schätze kaufen kann. Aber, oh, ich will es wenigstens probieren. Und curse you, Speedhack. Ich will Holzdinger. Gib mir ein Zugteil. Und zwar eins mit Holz. Die Holzlok. Was braucht man für die? Ah, ein Sternsplitter. Ich will einen Sternsplitter. Gib mir einen Sternsplitter. Ich könnte mir eine Holzlok machen. Die Holzkanone, den Holzpersonenwagen und den Holzgüterwagen habe ich ja schon. Dann hätte ich sicher noch ein Herz mehr. Das wäre sicher nicht schlecht für den finalen Boss. Das heißt, wir sehen uns um nach einem Sternensplitter. Irgendwo hier. Das ist wie mit den grünen Fragmenten. Man hatte haufenweise rote und blaue, weil man immer die Schatzkisten aufgemacht hat. Aber die grünen Fragmente, die hatte man nie. Wo gab es einen Platz, wo man gut kleine Schätze farmen konnte? Kann mir das jemand verraten? Wobei, nein, jetzt muss ich ja erstmal einen Sternsplitter haben. Also, zuerst werde ich nach einem Sternsplitter suchen und dann geht's los in die dunkle Welt. Seid gespannt auf den nächsten Part von The Legend of Zelda Spirit Tracks.